So, dann herzlich willkommen zur Abendsendung. Es ist schon 23:30 Uhr. Ich halte mich auch heute sehr kurz, denn heute Vormittag gab es ein Live-Trading-Event mit Chris Kämmerer und in diesem wurde hier, ja, sage ich mal, sehr intensiv auf das Öl eingegangen und siehe da. Das, was ich dann erwähnt habe, die Zahlen, die rauskommen, ich habe gar nicht nachgeschaut, was für Zahlen das sind, ob jetzt positiv oder negativ, aber ich bin definitiv davon ausgegangen, dass ab 16:30 Uhr, wenn die Zahlen rauskommen und jetzt hier der Chart nicht hakt. So, dass es dann hier abwärts gehen könnte. Und genau hier kam das dann auch. Hier kam der schöne Up-Move und ist sogar nochmal in die Kurszielzone gefallen. Also wunderschön und ist perfekt aufgegangen. Genauso wie im. Na, hier mag jetzt mein Rechner nicht wirklich. So, genauso wie im Brent. Da wurde dann hier sogar nur Anführungszeichen die Kurszone erwischt und nicht ging es nicht weiter runter. Also, das war Live-Trading dann, was natürlich in dem Moment nicht das Setup war fertig, aber natürlich in dem Moment nicht im Live-Trading-Wetter, im Webinar, dass es dann nach unten ging, aber genauso beschrieben, so ist es dann eben auch eingetreten. Das hat super gepasst, deswegen wird auch nichts weiteres jetzt mehr hier für morgen eigentlich vorgestellt, also kein neues Setup. Ich habe noch Silber eben mitgebracht. Ja, hier kann man vielleicht noch einen Trade wagen. Das habe ich jetzt hier. Die Tageskerze Pass ist ein Doji. Tieferes Tief als hier ist, hat stattgefunden. Die Verkäufe fanden nicht weiter statt. Genau, was ich hier eben auch im Text bzw. in den Videos gesagt habe, wenn hier der Schlusskurs über dem Rainbow stattfindet, der Tagesschlusskurs, kann man hier mit einer kleinen Positionsgröße schon long gehen. Im DAX war ja hier das Setup hier vollständig abgearbeitet. Hier war es auch im Video noch erwähnt, wenn es hier eine Hammerkerze gibt, war aber hier jetzt kein Gap Close, was ja auch nicht hundertprozentig sicher war. Der ist ja hier auch gedreht, was auch in dem Webinar präferiert war. Hier gab es dann einen ja, ein bisschen größeren Up-Move, der aber dann direkt mit der 17:30 Uhr, also wieder mit der, sieht man hier am deutlichsten natürlich in den ja, im 5-Minuten-Chart. Hier wurde wieder genau um 17:30 Uhr, also die Xetra-Auktion wurde wieder verkauft. Da aber die amerikanischen Indizes auch Abgaben steht, glaube ich, der steht die Indikation auch um den Dreh rum. Hier drüben habe ich ja dann ne, die Indikation, ja, die 10.050 etwa rum. So, hier ist mal wieder dann das Bild eingefroren. Zu spät will mein PC nicht arbeiten. Dann kommen wir noch kurz zu den anderen Forex-Setups. Oder beziehungsweise Gold hat ja auch noch gestern super gepasst. Also wie gesagt, die ganze Woche bis morgen. Und wie gesagt, ab morgen halte ich mich dann sowieso zurück mit neuen Setups sowieso. Und auch die alten sind eigentlich ja im Prinzip so gut wie aufgegangen. Außer australische Dollar, neuseeländische Dollar liegt hier leicht im Minus. Australische Dollar, kanadische Dollar, man sieht hier mit einer Monsterkerze noch zum Schluss. Also hier die Monsterkerze war hier dann nur der Tageschart. Ich habe das vorher im 4-Stunden-Chart was gesehen. Da ist auch eben zum Schluss ja Kaufdruck aufgekommen. Also auch hier definitiv jeder muss da im Plus sein. Und im Pfund gegen australische Dollar, was hier schon lange Teilverkäufe da sind und auch hier wieder. Wie oft erwähnt,
kann hier das Hoch folgen und sollte eigentlich auch, ja. Jetzt hat er hier fast neues Hoch gemacht, auch dann das abgearbeitet, theoretisch. Und die Unterstützungsmarke beim Euro gegenüber Yen hat auch gepasst. Das ist zwar nicht das ganz Präferierte, aber da war ja auch ein Wochenschlusskurs über dieser Marke notwendig, der eben hier dann nicht stattfand. Deswegen ist auch das dann hinfällig gewesen. Das untere hier mit dem Trendkanal passt optimal, was natürlich am Freitag oder auch nach dem Wochenende passiert, ja, kann man wirklich nicht ganz jetzt wirklich vorhersagen oder aus den Charts entnehmen. WTI ging auf und natürlich noch hier das Hang Seng Setup, sind 500 Punkte möglich gewesen, Pluspunkte, auch hier denke ich mal, reicht es erstmal, die richtigen Kaufsignale finden auch erst oberhalb der ganzen Marken statt. Also Hang Seng, DAX hat hier die Marke gehalten und ja, Silber war jetzt noch neu und wie gesagt, ab morgen dann gibt es definitiv zwar eine Vorstellung, was möglich ist, aber nicht keine ganz konkreten Trades, denn die muss man wirklich nicht machen. Es lief hier die Woche, ja, wie man sieht, nahezu perfekt.